bin auf der Embedded World, habe zwei ganz interessante Gesprächspartner gefunden. Sind auch einer davon ist ein Kunde von uns. Aber ich würde sagen, stellt euch selber vor. Ja, mein Name ist Markus Kreutner. Ich bin Mitgründer von Idaström. Unser Ziel ist es, hochwertige Antriebstechnikslösungen zu entwickeln, die sich einfach bedienen lassen. Aber bisher hat man immer das Problem, man hat eine hochwertige Antriebstechniklösung, die ist sehr kompliziert. Und wir bauen hier hochwertige Lösungen, die sich leicht integrieren lassen. Das Ganze kam so, wir haben einen Kunden, der eine Applikation hat und er wollte seine Daten ins Internet bringen. Es hat STM32, diesen tollen MP1-Controller, der Linux und Echtzeit in einem Chip verbindet. Und dann haben wir jemanden gesucht, der dieses Know-how hat, das auf einem Modul zu bringen. Ich habe mit Eurocircus vor 10 Jahren schon mal viel zusammengearbeitet in einer anderen Firma und gesagt, Mensch, die haben jetzt eine Prototypbestückung, jetzt schauen wir mal, ob das wird. Was soll ich sagen? Perfekt. Also ist super. Wir haben hier die ganze Motorendstufe, die Adapterplatine, haben wir 6 Arbeitstagen gekriegt zum super Preis, super Qualität, hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht, Andi, stellst du dich noch mal vor und sagst, was macht ihr bei DH Electronics? Genau, Geisreiter Andreas. Ich bin Entwickler bei DH Electronics und da haben wir ganz neu ein Computermodul rausgebracht. Und das war Ende letzten Jahres und da sind wir dann gestartet. Ich habe dir eine Demo zukommen lassen, einen Aufbau, wo du mal das Testen anfangen kannst. So, also man sieht es, das ist eine sensorlose Regelung von einem Brushless-Motor. Das heißt, da ist keine Coda drauf, keine Hall-Sensoren, das spart Kosten. Und das Ganze wird auf diesem Computermodul von DH gerechnet. Und gleichzeitig wird hier über ein Display angezeigt, was der Motor gerade tut. Leider nichts gewonnen, aber kann man ja nicht immer gewinnen. Ich habe euch kennengelernt. Vielen Dank, es war ein tolles Gespräch.